Für das Feuerschweißen muss das Material mindestens auf 1200 Grad erhitzt werden. Dabei wird das Material so fest aneinander gepresst, dass sich die Atome anziehen und eine stoffschlüssige Verbindung entsteht. Nach dem Härten kommt das Achsblatt zum Anlassen bei 200 Grad in den Härteofen, um der Klinge etwas mehr Flexibilität zu verleihen. Den groben Vorschliff habe ich dann am Bandschleife erledigt. Das finde ich natürlich mit der Hand. Kann sich sehen lassen, oder? Was denkt ihr? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Von unserem Zwetschgenbaum habe ich dann einen Hickory-Stiel gezaubert. Zwinker, zwinker. Den Stiel habe ich mit kleinen Einschliffen verziert, Stiel gebrandet und direkt geölt. Hier habe ich dann den Stiel eingeschlagen und direkt zum Einkeilen vorbereitet. Beidseitig etwas Leim drauf, eingeschlagen, abgesägt und mit Leinöl behandelt. Das Endergebnis kann sich sehen lassen. Wie gefällt euch denn meine Raspelaxt? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Lasst mir ein Like da und folgt mir sehr gerne. Im heutigen Video befindet sich übrigens ein kleines Easter Egg. Vielleicht findet es einer von euch. Ich gebe euch einen Hinweis. Keks. Wenn ihr es gefunden habt, schreibt es mir gerne in die